Hallo, schönen guten Tag zusammen. Ja, moins. Ach, der Ho, ja, Wahnsinn, gerade noch bei ihm gewesen. Jetzt ist er schon da. Ronny, Tobias, moinsen, grüßt euch. Ja, schönen guten Tag. Heute gibt es aber keine Facecam, heute gibt es auch so ein bisschen GEMA-freie Mucke hier, weil ich will das Ganze mal versuchen, dann auf YouTube hochzuladen. Das heißt, ja, liebe Grüße auch an YouTube an dieser Stelle, nicht wahr? Ja, schönen guten Tag. Wir wollen heute mal ein bisschen Track IR testen. Das ist das vom Uwe, das hat er mir zugeschickt. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann mit dem Chat hinkriegen und so weiter. Er hatte eine gute Idee, dass ich mir diesen Pausen- und Center-Knopf aufs Lenkrad lege. Das habe ich jetzt mal gemacht und ja, wenn ich jetzt zum Chat gucke, werde ich wohl damit mal in Pause-Modus gehen und dann wieder raus und so. Deswegen, das müssen wir alles ein bisschen üben. Da habe ich gedacht, nehme ich euch halt mit, ne? Moinsen, Mattes, grüß dich. Ja, los geht's, oder? Und Calimero und Anatheker Moinsen. So, guck, da geht's nämlich schon los. Und das heißt, jetzt gucke ich zum Chat, ne? Und jetzt gucke ich halt wieder auf den Bildschirm. Und dann drücke ich Pause. Jetzt ist Pause, jetzt gucke ich zum Chat. Und jetzt gucke ich wieder nach vorne und nehme die Pause wieder raus. Hm? Da kann man auch unheimlich gut mal Texturen angucken. Ne? Zum Beispiel. So. Sag mal, ist die Musik eigentlich ein bisschen zu laut oder so? Oder geht das? Guck mal, ich habe jetzt hier auch mal Wasser hingetüdelt in den Graben. Da war ja kein Wasser drin. Ja, auf der Map gibt es tatsächlich keine Tankstelle. Das ist richtig. Ja, Ronny, Tankmax und Tobi Moinsen. Ja, auf der Map gibt es keine Tankstelle, das ist vollkommen richtig. Es ist, ja, sehr witzig. Achso, warte mal, ich habe mir doch jetzt extra eine Feldeinfahrt gebaut. Es gibt keine Tankstelle und die Träger sind alle ein bisschen komisch. Unter der Map ist auch eine zweite Map eigentlich, ne? Aber ich habe gestern beim Diego im YouTube-Video gesehen, dass er das jetzt wohl alles fixen will und demnächst eine V2 hochladen will. Naja, muss man mal gucken, ne? So, Dünger Marsch. Mucke passt? Okay, also Trecker hört ihr auch noch und so, ne? Oder soll ich die Musik noch ein bisschen leiser machen? Da müssen wir jetzt mal heute durch. Durch diese komische Techno-Bass-Schlag-mich-tot-Gedöns hier. Aber ich sitze noch ein bisschen komisch. Warte mal, wenn ich jetzt so... Nee, dann muss ich so auf Center, okay. Ist halt sehr ungewohnt. Aber, ja, man muss sich dran gewöhnen, ne? Im Singleplayer ist es echt total geil. Wichtig ist es halt mit dem Chat, ne? Dass ich da noch irgendwie mitkomme. Aber es ist echt, also macht echt Bock. Was hast du dir runtergeladen, Tobias? Eine platzierbare Tankstelle oder was? So kann man sich natürlich auch erstmal helfen, ne? Also was ich gerade eben noch gemacht habe, ist die Felder ein bisschen besmoost. Da waren teilweise ganz schöne Kanten drin. Ne? Und hier so ein bisschen, ja, so eine Art, so ein bisschen Feldeinfahrt und ein bisschen Dreck und so, ne? Und was ich noch gemacht habe, in diesen Graben hier, habe ich mir halt auf Wasser reingesetzt, ne? Weil der war irgendwie so trocken, das war irgendwie, ja, weiß ich nicht so schön. Ja, Ronny, genau. Also so. Ja, und dann war ja noch was Brauchbares in diesem Hof Bergmann Vehicle Pack drin. Ach, ja stimmt, du hast recht. Da war etwas Brauchbares drin. Und zwar so ein alter Frontlader. Gucken wir uns auch gleich an. Muss ich nämlich gleich mal holen. So, und dann muss ich mal ganz kurz Motor aus. Und mal ganz kurz raustappen. Hoffentlich mache ich nichts kaputt. Guck mal, wir machen das einfach so hier. Hm? So,
So ist doch auch ganz gut, oder? Ey, Tobi, moinsen. Ein Mühe runter, genau. Ja, so sollte das hinhauen. Ja, pass mal auf. Den, okay, das passt. Der passt auch, den müssen wir nämlich gleich auffüllen. Dann wollen wir mal eben los. Und den Anhänger holen. Und dieser, so schön wie der Lanz auch ist, ne, aber der hat eine ganz komische Kamera. Guck mal, ich kann nicht weiter runter. Da ist eine Blockade jetzt. Und hier auch nicht. Und das Ding unterstützt nicht mal Track IR. Hier kann ich also noch mit der Maus machen. Also der hat irgendwie keine Vehikelkamera oder so. Aber er raucht. Ist so die Hauptsache, oder? Mehr muss er ja gar nicht können eigentlich. Autosave. Hey John, moinsen, grüß dich. Genau, klapper, 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 klapper. Und ein Tech-Max. Genau, Tobias, da gucken wir jetzt hin. Hier, dieses Pack ist da drin, ne? Kann ich euch nochmal eben zeigen, Kleinmaschinen. Da ist der kleine Uldi drin mit einem FZ20, mit einem kleinen Frontlader. Und hat natürlich hier auch noch Schaufel und Gabelzange und Mistgabel und so einen kleinen Anhänger hier. Das finde ich echt ganz geil. Das finde ich echt ganz geil. Ja, und dann haben wir gestern, genau, PJ, noch was gefunden. Warte mal, wo ist denn bei Kipper, ne? Wir haben das Skin, haben wir total geil gefunden. Ne? Das sieht ja wirklich geil aus. Das Problem ist nur, guck mal, da gehen erstmal 200.000 rein. Es steht hier, da gehen aber 2 Millionen rein. Kostet halt nichts, ne? Und so. Der ist total kacke. Aber wir haben jetzt, das Skin haben wir uns jetzt runtergenommen und, ja, das kommt dann woanders rauf, ne? Ja, und damit wollen wir dann mal ein bisschen verladen hier. Na, bei dem geht's wieder. Das Problem ist nur, dass dieser Dünger unheimlich schwer ist. Das heißt, hier musst du dann immer noch mit dem Gewicht rumspielen. Wenn ich den jetzt nämlich anhebe. Das geht gerade. Wir machen mal eine Platte dazu. Boah, der kann Headtracking, Alter. Moinsen, PJ, grüß dich. Ihr dürft mir das auch nicht übel nehmen, wenn ich jetzt hier was überlese. Weil ich habe echt... das ist echt eine Gewöhnungssache hier, ne? Also... Da muss man sich echt dran gewöhnen. Achso, warte mal. Das Pack habe ich nicht. Das ist neu. Das ist Update gab es doch da. Da gab es noch ein Update. 1.001 oder so. Also von der Bergmann gab es ein Update und von diesem Pack. Hat allerdings keinen Spiegel, ne? Der kann frontladern und headtracken und alles, Alter. Nein, das macht wirklich echt viel Spaß. Muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Ich hatte auch diesen komischen DLAN-Clip. Dieses 40-Dollar-Ding. Naja. Ja gut, wer billig kauft, kauft zweimal, ne? War schon immer so. Habe ich den überhaupt? Nee. Erstmal ins Lenkrad beißen. Oh, der ist aber noch schwerer, was?
Aha. Na, Panama Vorpommern, oder nicht? Nightwalker Moinsen. Für welchen Moment denn du? Nee, das macht echt Spaß. Ich habe mir, wie der Uwe gesagt hat, den Pausenknopf aufs Lenkrad gelegt und so und auch das neue Zentrieren. Damit geht's eigentlich, ne? Und immer wenn ich dann zum Chat gucke, mache ich das Ding auf Pause und wenn ich wieder hier bin, mache ich die Pause wieder aus, ne? Oder ich schiel so mit dem Auge rüber, aber das ist auch. Boah, Alter. Ah! Gib mich Bodenkontakt. Ey, Peachy, soll ich dir was sagen? Ich hab noch gar nicht gepennt, Alter. Ich hab noch gar nicht gepennt, Mann. Und jetzt ist meine Freundin gerade ins Solarium gefahren. Da habe ich mir gedacht, dann können wir das Ganze mal im Stream halt testen, ne? Ich brauch doch mal Gewicht, Alter. Das geht ja wohl gar nicht. Das soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich weiß, was er denn gemacht hat. Hey, was soll denn das? Hey, wir haben Rocket League gespielt, Mann. Ganz unverbindlich. Oh Mann, dieses Gewicht geht mir auf den Sack hier. Also nicht das Gewicht, aber das Gewicht vom Traktor. Da musst du ständig rumschalten hier. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Dann haben wir das nämlich ein bisschen am Hof hier und dann ist Ruhe im Puff. Hat er nicht, hat er doch. So, wieder Gewicht zuschalten. So. Moin Timo, grüß dich. Ronny, seit gestern irgendwann. Aber ich habe einen neuen Energy gefunden, durch Zufall, und der schmeckt sowas von geil. Das habe ich erstmal weggesuchtet. Ich habe gestern, glaube ich, 4 oder 5 Dosen Energy getrunken, weil das einfach so geil schmeckt. Das Problem ist nur, dass da halt Energy drin ist. Oh Gott im Himmel, Alter. Bin da, wer noch? Hallo Martin. Hab mich diesmal gar nicht erschrocken. So, wieder Gewicht abschalten. Gut. Passt das da? Aber gerade so. Abfahrt. Stefan, moin, grüß dich. Und sag dir schönen guten Tag. Und zwar war das Rockstar Freeze. Das ist mit Pineapple und Kokosnuss. Das klingt ein bisschen komisch. Ist aber voll geil. Das ist ein Headtracker. Ui, toll. Danke, Undertaker. Ach ja, die Texturen habe ich auch noch ausgetauscht hier, ne? Das sieht jetzt ein bisschen fruchtiger alles aus. Klingt komisch, ist aber so. Ja, dann werde ich mir noch eine Tankstelle hintüdeln und den eine Garage mit Funktion halt an Hof, also zumindest den Garagen-Werkstattträger-Dingens da, ne? Dass wir das wenigstens am Hof haben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau, Martin, das ist der, ja. Schon, das wäre auch keiner. Ach ja, das habe ich ja auch gemacht. Guck mal, ich habe hier das Haus verändert. Ach ja, stimmt ja, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt, ne? Das ist das Haus aus diesem Tepe-Dingens da. Weißt schon. Stimmt. Das haben wir jetzt auch hier. Der kann modden. Alter, der kann richtig modden. Guck mal. Ist doch nicht schlecht, oder? Ich finde, das passt hier irgendwie besser hin. Was? Warum leuchtet die? Wie aus Uranboden gewachsen? Wer? Uranboden? Wer leuchtet?
Oha, Tobias. Oha. Uranboden, Alter? Wo denn? Bin ich jetzt bescheuert, oder was? Meine Fruchttextur? Was, die hier? Achso, vielleicht deswegen, warte mal. Ja, weil der Grau, weil endlich dieser graue Schimmer weg ist. You know? Ja, ich finde das auch gut, Martin. Ehrlich. Passt hier auch voll hin. Ja, du musst sowieso gleich dann nochmal weg hier. So, dann müssen wir einmal zum König Lanz. Der kann Spanngurte befestigen, wa? Ja, genau, Martin, das ist Deko. Was, wieso brauchst du denn Taschentücher jetzt schon? Andreas, moinsen, grüß dich. Schönen guten Tag. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wo wir das hinprölen. Irgendwo? Ja, das wäre geil, Tech-Max, ne? Ja. LS Polo, moin, grüß dich. Ich weiß nicht, wohin damit so richtig. Erstmal am Hof haben. Mir ist übrigens noch ein Malheur passiert. Guck mal, ich habe hier mit Dings abgeladen. Das ist alles unter der Erde hier. Das ist auch ganz toll. Hier, guckst du. Wie kriege ich denn die Scheiße da wieder raus? Außer gar nicht. Ich kann die höchstens hier irgendwie verstecken, aber nicht mal das funktioniert also wirklich, ne? Das ist echt ein bisschen blöd. Ja, genau, PJ. So. Ja, dann holen wir den anderen Kollegen. So. Oh Gott, was ist das? URL, ja, genau. Undertaker. Oh, wir müssen erstmal die Spanngurte lösen, was? So, Gewicht. Aus der XML bearbeiten, okay. Geil, Tech-Max, ja, das glaube ich. Ja, aber trotzdem, das springt halt an, ne? Ist halt so. Oh, ich glaube, ich habe eine gute Gewichtseinstellung hier gefunden.
Zumindest schon mal halb gut. Oh, den habe ich doch gar nicht richtig. Der ist zu leicht vorne. Der kann da ranfahren. Oh Mann! Ja, das war eh klar, Alter. Aua. Jetzt komm her. Nur sag mal. Okay. So. Aha. Ja, Mann. Ja, das glaube ich. Aber ihr habt noch einen Lanz. Das ist ja auch krass. Die Dinger sind ja Gold wert. Die sind echt Gold wert, die Teile, ne? Also auch so, was so Sammlerwert und sowas angeht, ne? Bleib da. Weiter, glaube ich, wa? Auf Mod-Hub. Ich habe auch ohne GPS geflücht und so. Also, es geht ja, ne? Das Problem ist nur mehr, ich möchte auch ein bisschen auf den Chat gucken. Und dann ist GPS halt einfacher, ne? Das geht ja nicht ums Können, mein Gott. Was hat LS großartig, weißt du, wie ich meine, mit Können so zu tun, ne? Das soll jetzt nicht komisch klingen, aber ist halt so. Ist halt einfacher, ne? Mit GPS dann. Ihr könnt das ja auch ganz easy ausprobieren. Einfach mal einen Chat oder einen Stream auf dem zweiten Bildschirm und den kompletten Chat mitlesen, während ihr ohne GPS spielt. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, fast richtig geschrieben, Kami. Aber der Sinn ist richtig, ja. Oh Gott. Bleib so stehen, bitte. Achso, wie... Scheiße, ich brauch den ja. Muss ja noch den anderen Düngerstreuer auffüllen. Ich könnte das gar nicht mehr ohne GPS. Siehst du, siehst du? Martin, man muss halt suchen, ne? Muss halt suchen wie ein Verrückter. Matze, moinsen, grüß dich. Du musst halt suchen wie ein Verrückter, dass du welche bekommst, die auch nicht ganz voller Fehler sind, ne? Das ist halt sau wichtig. So, was ist jetzt mit dir? Willst du nicht oder magst du nicht oder was? Das sind doch die richtigen, oder? Scheiße, ich glaube, ich habe die falschen. Ja, es waren die falschen. Oh! Mann, der Rest darf ein anderer machen, XD. Ey, nein, Alter, das hat er jetzt nicht gemacht, oder?
Martin, du hast voll einen am Baum. Guck da oben. Du hast voll einen an der Kelle. Alter, warte mal, ich muss mal hier auf Pause machen. Alter Martin, Mann. Was wollte ich? Ich wollte den abhängen. Martin, vielen, vielen Dank, alter Falter. Vielen, 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 vielen Dank, Martin. Du bist wahnsinnig, ne? Das ist dir aber hoffentlich klar. Krass, Mann. Wieso fährst du denn jetzt nicht? Ernsthaft? Ein Job für mich, BJ, Alter. Also Martin, vielen, vielen Dank, ey. Ich muss hier erstmal mich zurechtfinden. Toll, jetzt bin ich verwirrt. Matze, was meinst du mit, was hast du da vor? Ich muss schon mal üben fürs Real spielen. Wenn wir in Rocket... Also ich meine, wir werden ja nicht verlieren, aber man kann ja wenigstens schon mal... Wie das Ganze so funktioniert, dann mache ich eben voll, Alter. Oh Mann, Tobi, du bist genauso bescheuert. Du bist genauso verrückt, Mann. Oh Mann, die Aussage ist neu. Für PJ fehlen nur 4 Euro. Also, Tobi, ja, vielen Dank, ne? Vielen, vielen Dank. Ihr seid wahnsinnig. Ihr seid echt wahnsinnig. Seid wahnsinnig. Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos oder sowas. Also Tobi, Martin, vielen, vielen Dank, ne? Natürlich auch an alle anderen, die ständig hier sind, die ständig aktiv dabei sind und so weiter. Das ist mindestens genauso viel wert, ne? Also das ist einfach so. Und an der Stelle auch nochmal Uwe, muss man auch danken, dass er das Ding angeboten hat, ne? Er hat das 2-3 Mal benutzt, sagt er, ist nicht seins. Ob ich das haben will für 100, da, Chloa, gib her. Ne? Also, ihr seid verrückt. Danke, danke. Und Kami, danke für dein Follow. Dankeschön. Genau, Matze. Ganz genau. Glocken! Dazu muss ich ihn ausmachen, glaube ich. Ami Cute, moinsen, grüß dich. Ah, stimmt, Martin. Martin, du hast recht. Guck mal, da hat wieder einer 100 Euro gespendet. Wahnsinn. So. Dreschkasten brauchen wir jetzt noch nicht, ne? Wir müssen nämlich flügen. Wenn ich ihn hab, da ist er. Oha, oha, oha. Na, das kann ja was werden jetzt. Martin, danke für dein Follow. Dankeschön. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss kurz überlegen. Ach, da drüben. Genau, in der Halle. Mad Max, moinsen. Red Bull verleiht Flüge. Ja. Richtig, I'm cute. Sowas in der Art, ja. Das ist mal so zum Zwischendurch hier ein bisschen mit der Uldis rumdaddeln, ne? Das macht auch echt Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Mal so eben zwischendurch so ein bisschen Uldis. So, mach dich mal. Hügel dich mal. Gut. Und Abfahrt.
Mirko, danke für dein Follow, dankeschön. Ja, herzlich willkommen, ne? So, ich will hier nämlich auch diese Rüben hier. Das kommt alles. Alles weg. Weg. Ich brauch keine Sau. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Deswegen trampeln wir da drüber. Was habe ich gerade? Lambo gehört? Henry, hast du schon Donnenhäcksler gefunden? Ja, habe ich. Und da ist die Facecam. Moinsen. So, dann drücken wir gleich nochmal die böse Taste. Dafür würde ich aber ganz gerne, glaube ich, GPS nehmen. Ich möchte nämlich die beiden hier zusammenlegen. Dreh das Ganze mal. Drehen, genau. Oha, oha! Genau. So machen wir das. Richtig. So, einmal die böse Taste. Und dann einmal zusammenlegen hier. Aus, ne? Ja, das passt. Böse Taste wieder zurück. Ne, mir ist momentan einfach nicht so wirklich nach Facecam, ne? Ich meine, ich sah noch nie gut aus, aber zurzeit sehe ich gar nicht gut aus. Und das will ich euch einfach nicht antun, ne? So. Und dann fahren wir mal hier. Machen wir das hier. Versuchen wir auch mal eben mit GPS. Der kann zusammenfliegen, Alter, aber wie? Ja, Matze, alles super. Danke, danke. Und selbst. Genau, einen Häcksler habe ich schon gefunden. Ja, genau. So, und hier schieben wir das Ganze mal weiter nach links. Erstmal tüdeln wir das so rum. Genau. Und dann weiter nach. Da. So. Ja, Kami, du... Also, nee. Ja, also, nee. Ja, du hast ja die Mods nicht, weißt du, wie ich meine? Normalerweise bin ich dafür, ne, dass man mitspielt, aber das Problem ist halt einfach diese, ja, diese Community, dass man da so mit diesen Mods aufpassen muss und um Gottes Willen und, ne? Das ist halt das, ne? Schlechten Menschen geht's immer gut, Rete und Unkraut vergeht nicht. Moinsen, Niki, grüß dich. So, und jetzt fahren wir da nochmal einmal hoch. Oder zweimal. Dann sollte das eigentlich passen. Ja, wir fahren lieber noch einmal runter da. So, das sollte jetzt nicht schön sein, ne? Das sollte jetzt erstmal funktional sein. Ich habe immer noch die böse Taste an. So, habe ich wen überlesen? Dann tut's mir leid. So. Böse Taste ist aus. Endlich können wir fliegen. GPS aus. Das braucht kein Mensch. Nicht schön, aber selten. Richtig. Das machen wir jetzt schön. So, lass mal sehen. So, einmal Flug drehen. Ah, sehr geil, Niki. Läuft bei dir. So, wie sieht's aus? Läuft. Der braucht schon GPS, Alter. Auch kein Mensch. Es
Es macht schon echt Spaß, ne? Man muss sich dran gewöhnen, aber es macht echt total Spaß, ne? Demnächst werden wir das Ganze auch nochmal in Dings testen. ATS, ETS, je nachdem. Also wahrscheinlich ATS, weil ETS, da müssen wir erstmal warten, bis der Rechner da ist. Aber das kriegen wir schon hin, du. Niki, danke für dein... Niki? Danke nochmals für dein Follow, oder was ist da los? Warst du nicht schon? Hattest du nicht schon? Oder war das auf YouTube? Ich weiß auch nicht, warum er hier manchmal die Spiegel ausblendet. Ich hab, wie viel kann man anzeigen lassen? 7, ne? Habe ich alle drin in der Grafik. Also, ich weiß nicht so ganz. Total veraltet. Dieses GPS kann echt weg, ne? Das braucht keine Sau. Und Matze, wie ist das bei euch? Wäre das nicht was für euch auch, das Headtracking? Oder habt ihr da keinen Bock drauf? Wo kommen wir? An deinem Mod-Ordner. Achso, und Loot. Danke, Andreas. Dankeschön. So. Ist das der... Nee, der zweite Stream auf der Map. Das ist der zweite. So, was ist denn mit der Musik los? Oh, tolle Playlist. Ja, ist halt YouTube, ne? Ja, was soll ich sagen? Ist eine YouTube-Playlist. Sollen wir die Musik ein bisschen leiser oder lauter machen? Also, das soll im Hintergrund natürlich sein, ne? Soll nur Hintergrundmusik sein. Guck mal, das ist halt geil am Headtracking, ne? Du kannst dir richtig die Dinger erstmal angucken da, ey. Da siehst du halt auch erstmal, was das für krasse Texturen teilweise sind, ne? Nee, PJ, weißt du warum? Ich will nämlich den ist... Oh, was ist jetzt los? Bei mir lädt der Stream gerade nach, aber ich habe keine verworfenen Frames. Ist das bei euch auch so? Ich will nämlich den Stream auf YouTube mal hochladen. Mal versuchen, weißt? Ah, okay, Matze, alles klar. Nö, okay, Musik passt, okay. Also nicht zu laut, nicht zu leise, ne? Warte mal, hier hatte man doch irgendwo... Ach, da. Natürlich endet das auch im Chaos. Ja, ja, klar. Aber trotzdem, einfach mal probieren, ne? Oh, der Marco. Hallo, Marco. Die Ersten werden sich schon aufregen, dass ich hier so komisch geflügt habe. Dann werden 3 Millionen Kommentare kommen, wo der Landsherr ist. Und, ja, das mit der Spende halt, ne? Da werden sie auch wieder ausrasten. Aber vielleicht mache ich auch einfach die Kommentarfunktion aus. Mal gucken. Moin Hannes, grüß dich. Wie gesagt, heute einfach mal hier nur so ein bisschen in Ruhe das Ganze mal testen, ne? Ewig habe ich auch nicht Zeit. Aber ich wollte das einfach mal mit euch testen hier, wie das Ganze dann im Stream mit Chat und so weiter funktioniert. Und es funktioniert echt ganz gut. Du kannst halt jetzt nicht immer hingucken im Chat, ne? Und wenn ich zum Chat gucke, pausiere ich das Ganze halt kurz. So, dass euch nicht schlecht wird. Genau, Tobi. Ich will das mal auf YouTube hochladen, ja. Rauchskript, ja. Heute schon fit. Ich bin halt immer noch wach, ne?
Grund ist ein neu entdeckter Energy Drink, der total geil schmeckt, ey. Henry braucht Loot! Danke, Nightwalker, für dein Loot. Danke, danke. Die Playlist ist so deppert. Der hört es einfach mitten im Lied auf, ey. Dum, 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 dum. Toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da auch nur so Soundeffekte drin sind. Ja, bis heute Abend. Macht ihr heute Abend was? Halt! Macht ihr heute Abend was? Wieder 20 Uhr oder sowas rum, ne? Ich muss ja noch gucken, was ihr da im Winter noch so alles Schönes treibt. Läuft. Achso, erstmal noch ein Geburtstag, alles klar. Ja, dann viel Spaß, Matze, und bis später, ne? Schön, dass du da warst. Das ist echt ein anderes Spielerlebnis, ne? Kann man nicht sagen, was man will. Ein Euro für die Hater, 2 für Henry und 5 für die Com. Der ist so geil, der Tobi, ey. Vielen, vielen Dank, Tobi, Alter. Auch eine sehr geile Botschaft dahinter, ne? Die Community ist wirklich sehr, sehr geil. Also da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir da sowas fertig gekriegt haben, ne? Und ja, für die Hater selbstverständlich. Auch die sollen natürlich vom Kuchen was abbekommen. Und ja, 1 Euro für den Strom, ne? Ja, vielen, vielen Dank, Tobi. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Jo, PJ Mockout, du. Und viel Spaß beim Grillen. Ich nehme auch 5 Würste. Ne? Ist klar. Sehr geile Botschaft, ey. Es ist ja so, viele sind ja total geil darauf, viele Abonnenten und so zu haben, ne? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich interessiert die Zahl ja überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich aktuell auf YouTube habe, ne? Weiß ich tatsächlich ehrlich nicht. Kein Scheiß. Das Problem ist aber auch einfach, natürlich freut man sich ja gerade auch am Anfang, ne? Oh, ich habe jetzt 100 Abos und oh Gott, 200 Abos und so. Natürlich freut man sich. Das Problem ist aber, je mehr du hast, umso mehr Spackos sind halt dabei, ne? Umso mehr Neider kommen, umso mehr Missgunst und so. Und das ist halt echt schade und das macht ganz, ganz viel kaputt. Gerade zur Zeit auf YouTube. Das macht echt ganz viel kaputt. Bautz! Oh, da hat sich gleich die Kamera erschrocken, glaube ich. So, wir können das Ganze auch nochmal von außen machen. Dein Loot tut immer gut. Danke, John, für dein Loot. Danke, danke. Boah, ich glaube, Licht können wir auch ausmachen, ne? Ist wohl hell genug, wa? Ey, ja, das ist eine gute Frage, alter Undertaker. Kann man mit Headtracking Bouts spielen? Ja, ist so, Tobi, ist so. Ist wirklich so, ne? Alex, moinsen, grüß dich. Oh, kommt da hinten schlecht Wetter, oder was? Oh, andersrum.
Das Brot. Schönen guten Tag. Grüß dich. Ihr seid echt alle verrückt, ne? Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Nee, also ich muss echt wieder nach innen. Das hilft nichts. So leid mir das auch tut für die Außenfetischisten hier gerade, aber ich hab da echt Bock drauf. Das Brot, da ist sie. Wir doch nicht. Nein! Und auch du ganz besonders auch nicht, Blackie. Okay. Ja, moin, schönen guten Tag, Blackie, grüß dich. Wir sind doch nicht bestimmt. Nein, 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 nein. Ist auch nur La Familia. So, habe ich schon gedreht, ja. Schönen Sonntag an alle. Ja, danke gleichfalls, Blackie, ne? Richtig, Timo. Richtig. So, erstmal ein Schluck Kaffee. Ah, herrlich. Rest kann ein anderer machen, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, der Ingo, wo du gerade Kati sagst, ne? Der Ingo hat ja heute volles Programm. Denn seine Tochter hat ja Konfirmation. Oder? Ist doch Konfirmation gewesen, glaube ich, ne? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin ja Ossi. Bei uns hat man Jugendweihe. Bitte Mods habe, ich bin. Oh, der Mods. Alter, der Ticker. Boah, Alter, das ist aber auch eine Kunst, ne? An der Ticker so schreiben zu können, ne? Das ist echt. Da muss man sich teilweise auch wirklich anstrengen dafür. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder im Kurs zurück hier. Teddybär, moin, grüß dich. Schönen guten Tag. Oh, meine Freundin ist gleich wieder da. Oh je. Toll, wie lange waren das jetzt? Ja, eine Stunde. Oh Mann! Hat nur 10 Minuten gedauert. Ja, das heißt, der Freunde der Sonne, ich muss jetzt leider wieder aufhören, ey. Scheiße. Wie machen wir das? Sehen wir uns heute Abend wieder? Na, scheiße, Mann. Die wollte ins Solarium, ich dachte, das dauert vielleicht mal ein bisschen länger, vielleicht? Hä? Oh, das passt mir jetzt ja eigentlich gar nicht, ey. Aber ich kann auch nicht weitermachen, wenn sie da ist. Das geht leider geht das nicht. Freunde der Sonne, sehen wir uns heute Abend wieder.
Würde mich echt freuen, weil dann mache ich heute Abend nochmal an. Hilft ja nichts. Ne? Auf den letzten Dreier heute, ja, das wäre geil. Sag ihr, dass sie sehr blass aussieht, ja. Moin, Desa, grüß dich. Leider zu spät. Pass auf, wir gehen zum Matze, ne? Wir sehen uns gleich bei Matze wieder. Ja, bis dahin, also, ich danke euch auf jeden Fall echt, Tobi und Martin, ihr seid echt total wahnsinnig. Ich schicke euch jetzt zum Matze, ja, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr da wart, hat mich wirklich gefreut. Ja, also es freut mich echt, diese Community hier, ne. Und ja, bis dahin, macht's gut, ne. Tschüss.